DevOps4Kids. Ja, zum 5. Mal die Devoxx4Kids hier bei uns. Ja, warum macht es immer noch Spaß? Weil es echt schön ist, mit den Kindern zu arbeiten, denen zu zeigen, was alles möglich ist, eben mit einem Computer und mit einem kleinen Roboter, den zu programmieren, den umzuprogrammieren, dass er eben bestimmte Sachen macht. Waren auch wieder ganz tolle Ideen von den Kindern mit dabei, gerade für den neuen Workshop, was wir hatten, unseren Mindstorms, dass wir hier quasi sowas wie ein Staubsaugerroboter nachgebaut haben oder eben den auf bestimmte Positionen haben fahren lassen können und sowas. Also die Ideen, was da kamen, waren wieder echt klasse. Ich bin seit 2014 bei der Devoxx4Kids dabei und freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich die funkelnden Kinderaugen sehe, wenn ich sie herzlich willkommen heiße und ihnen sage, dass wir uns freuen, dass sie an diesem Tag gekommen sind. In der Mittagspause bekomme ich dann ganz aufgeregt erzählt, was in den Workshops passiert ist und was die Kinder gelernt haben. Am Nachmittag kommen die Eltern und lassen sich von ihren Kindern zeigen, was sie alles gelernt haben. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie stolz die Kinder sind, wie stolz die Eltern sind und wie sehr sich die Kinder freuen, wenn sie zur Verabschiedung noch ein kleines Geschenk bekommen und mir mit strahlenden Augen sagen, dass sie auf jeden Fall bei der nächsten Devoxx4Kids wieder dabei sein möchten. Das erste Mal in Karlsruhe eine Devoxx4Kids veranstaltet haben. Heute zum 5. Mal. Wir haben auch immer wieder Kinder, die schon mehrmals dabei waren und das finde ich echt klasse. Das zeigt einfach, dass das den Kindern viel Spaß macht und uns macht es ja auch Spaß.